Der Hahn kräht, es ist 5 Uhr morgens, wir sind am Wolchow und ich teste hier mal eine Stelle auf Rapfen. Ja, bei Rapfen werde ich ja immer hellhörig und denke mir, nanu, da muss doch irgendwann mal so ein Rapfen reinballern bei mir. Und ja, wir testen jetzt einfach mal hier. Ich schlag mich hier durch die Büsche ab zwischen die Inseln sozusagen. Rapfen vom Land aus ist eine der ultimativ und auch schwersten Qualifikationsaufgaben. Rapfen vom Land aus als Trophäe zu fangen auf einem Blinker, das ist natürlich eine Challenge. Ich teste allerdings erstmal auf entspannt Rapfen vom Land aus mit, ja, einfach mit dem Topwater, ne? Mit dem Topwater läuft es in der Regel am besten. Hier haben wir das Gerät. Da ist es, die Karma Mächter wieder. Und raus damit. Und das Ding fliegt, aber auch anders wild. So, jetzt holen wir mal so ein bisschen hier Tempo rein. Wir machen die Bremse erstmal noch ein bisschen locker. Und dann gieren wir hier mal durch. Ich habe keine Ahnung, was hier geht und ob hier was geht. Einfach mal blind testen. Ich hatte da im VK was gesehen. Da hat einer hier geschleppt, was halt immer wieder gut funktioniert, hier an den Stellen bzw. zwischen den Inseln zu schleppen. Und ja, das ist halt der Klassiker, ne? Aber vom Land aus ist halt deutlich entspannter, ne? Theoretisch könnte man jetzt hier noch so schön 2 Routen auf Grund auslegen. Wobei häufig dann eben auch die Frequenz so hoch ist, dass man dann ständig aus dem Gieren rauskommt, ständig aus dem Eigentlichen rauskommt, was man hier machen will. Rapfen fangen. Von daher lassen wir das erstmal mit den Grundrouten und konzentrieren uns hier auf den Rapfen. Ich stehe hier, mal eben direkt gucken, in dem Bereich, vielleicht gehe ich sogar noch mal ein bisschen weiter runter, ich sehe es gerade auf der Map, dass wir vielleicht hier so an dieser Kante langziehen. Das sieht doch vielleicht ganz gut aus. Komm mal hier vorne hin. Ja, guck mal, hier direkt auf so ein Schniepi. Guck mal, ich stehe ja schon halb im Wasser. Perfekt. So, und dann werfen wir hier nochmal rüber und ziehen dann hier den Topwater. 1-0 Geschwindigkeit 50. Bam! Und da geht was rein. Siehst du, wie schön. 1-0 Geschwindigkeit 50 mit Shift und dann kurze Umdrehung. Und dann gucken wir mal, was hier geht. Ich rechne natürlich auch mit Hecht. Und ich glaube, da haben wir auch schon den ersten Kandidaten. Rabams. Ja. Da werden wahrscheinlich noch mehr reingehen, ne? Von daher, vom Setup her. Wir gehen natürlich gleich nochmal detailliert drauf ein, auf Setup. Aber schon so ein bisschen Hecht sicher machen. Das macht das Ganze natürlich für den Rapfen eigentlich nicht so ideal. Nicht so ideal. Aber ich denke, man muss immer damit rechnen. Also beim Rapfenangeln muss man immer auch den Hecht mit berechnen. Es gibt eigentlich, ich wüsste jetzt auch gerade spontan, gerade kein Gewässer, wo Rapfen rumschwimmt und kein Hecht. Von daher, jetzt ist natürlich hier die Frage. Von daher wird das immer halt eine Rolle spielen. So ein Zwiespalt, so ein Zwischending zwischen ausreichend Schnurstärke, damit das nicht vom Hecht durchgebissen wird und trotzdem nicht zu dick, dass die Scheuchwirkung zu groß ist. Ich meine, ich bin hier mit Fluorocarbon unterwegs. Na, die Frage ist jetzt, wie gieren wir hier durch? Langsam? Oder schnell. Und ich glaube, langsam könnte eher für Barsch sorgen. Langsam, gucken wir mal. Sorgt vielleicht eher für Bisse. Die Frage ist, was geht halt hier rein, ne? Ich bin jetzt hier mit ungefähr 19 Kilo unterwegs. Das heißt also, ja, es besteht immer noch die Chance, dass ich durchgebissen werde, wenn da jetzt ein richtig großer Hecht reingeht. Boah, das wäre schon schlecht. Also richtig großer Hecht wäre wirklich schlecht. Zack. Weil die, ich habe auch noch sehr gute Haken drauf. Ich habe die Etalon-Haken hier auf dem Köder. Und es geht schon wieder Hecht. Ich werfe mal nach da so.
Hier in das Tiefe quasi. Oder gleich einfach nochmal die Köder ändern. Vielleicht eine andere Farbe und ähnliches. Es ist relativ kühl jetzt gerade hier an dem Tag. Relativ kühl, leichter Sonnenschein. Es soll, glaube ich, später noch sich ein bisschen zuziehen. Also von daher eigentlich ein ganz entspannter Tag. Auch so fürs Topwater-Angeln gar nicht so verkehrt. Vielleicht nehme ich doch nochmal ein bisschen andere Farben gleich beim Topwater. Andererseits ist so ein silbrig, weiß, grau und so, das geht immer ganz gut. Das Schöne ist ja, mit der Route, mit dem Setup hier haben wir viele Möglichkeiten. Wir haben hier auf dem Setup eine ganz weite oder eine recht große Spanne vom Wurfgewicht. Und dementsprechend können wir eben auch etwas kleinere Köder werfen. Ich nehme mal den Hopper hier. Vielleicht mal in Silber. Da sind jetzt auch nicht so ganz gute Haken drauf. Aber man sieht, die fliegen, selbst der ganz leichte fliegt schön weit raus. Das ist übrigens ja auch das Setup, was später am Yama, für den Yama-Start funktioniert. Hatte ich hier im letzten Video, ich verlinke das nochmal eben, das Video zum, ja, quasi Starter-Setup am Yama. Vorteil einfach, dass man eben so weit rauswerfen kann, ne? Ich nehme mal die anderen Hopper. Nehmen wir mal hier den in Silber, den großen. Der fliegt natürlich bis da hinten hin, wobei es eben auch ein bisschen tricky ist. Denn wenn man hier mehrfach schon geschleppt hat, merkt man wahrscheinlich und weiß man, dass genau da hinten, an dieser Schilfkante da hinten, eher nochmal die Hechte reinsteigen. Andererseits fällt mir auch gerade ein, wenn man hier lang schleppt, hat man häufig auch ganz gute Ergebnisse weiter links. Vielleicht teste ich doch nochmal ein bisschen weiter links. Ja, Barsch wollen wir nicht. Ist zwar auch ganz nett, aber wollen wir nicht. Genau, denn hier in diesem Bereich oder auch mal hier ballert es ja auch ganz gerne mal rein. Deswegen gehe ich doch nochmal hier oben hin. Und dann testen wir mal hier. Ich würde natürlich auch atlantischen Lachs mitnehmen, beziehungsweise den Ladoga-Lachs auf Topwater. Wäre natürlich nicht schlecht. Ansonsten, wenn man natürlich Topwater noch nicht kann, stellt man sich hier einfach mal mit dem Blinker hin. Auch das teste ich am besten gleich nochmal. Einfach mal gucken, was hier so geht. Bam, alter Falter. Oha. Na, jetzt bin ich ja gespannt, was das ist. Ob das die dicke Hechtmutti ist? Schauen wir mal. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Köder getestet. Denn das war mir hier alles zu wenig. Bin jetzt wieder zurück auf den Ausgangsköder, allerdings in einer anderen Nummer, also andere Farbe. Den Einser davon. Und ich bin schon sehr gespannt jetzt, was da reingeht. Rapfen wäre natürlich jetzt sensationell. Schön den Zielfisch. Und wenn Hecht reingeht, naja gut, dann ist das nun mal so. Hecht ist halt, wie gesagt, immer mal mit dabei. Und eigentlich nehme ich auch gerne Hechte mit. Also wenn es hier die Hechte gehen, kann man auch machen. Dann würde ich allerdings das Setup ein bisschen umbauen. Das heißt, ein bisschen stärkeres Vorfach dran, damit wir da etwas sicherer noch unterwegs sind. So, wir sind ja relativ weich hier unterwegs, weil mit Monoschnur. Wie gesagt, wir gucken jetzt gleich mal ins Setup rein. Gucken wir mal eben, was wir jetzt dran haben. Ich vermute fast ein Hecht. Ne, tatsächlich ein Rapfen. Alter, 6,2 Kilo Rapfen. Du machst mich fertig. Geiles Ding. Richtig geiles Ding. Direkt weiter rauswerfen. Ey. Hammer, hammer hart. Ey. Richtig, richtig schön. Das ist natürlich cool. Trotz allem gehe ich von der Bremse wieder runter. Denn das passiert immer mal, dass die Fische gerade beim Angriff auf die Topwater... Also wenn die von unten hochgeschossen kommen, das Ding packen, aber nicht richtig haken. Sondern erst dann richtig haken, wenn sie nach unten wieder abziehen. Na, das heißt, die schießen an die Oberfläche auf den Köder, beißen, drehen sich dann erst um
und schwimm weg. Und dann kommt quasi erst der richtige Hakeffekt. Man merkt aber natürlich schon den Biss. Und wenn man dann schon direkt hart anschlägt mit einer hohen Bremse, dann passiert das halt leider, dass das wieder ausschlitzt. Also gerade in diesem Moment. Das ist natürlich mies, ey. Wochenrekord ist das sogar gewesen. Das ist ja nett. Naja, ist ja auch Anfang der Woche, ne? Da passiert das schon mal. So, nochmal ein bisschen testen. Also, ich denke mal, dass die Köder schon mal nicht schlecht sind. Die Frage ist jetzt, kriegen wir mehr davon? Jetzt haben wir natürlich gerade so Mittagszeit, was nicht so ideal ist. Vielleicht gleich nochmal so in den Abendstunden. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen länger testen, was hier so geht. Denn Rapfen fehlt mir noch als Trophy. Und vor allem, im Moment achte ich ja eher auf Silber, Rapfen bringt richtig fette Kohlen, Alter. Deswegen wäre das halt ganz geil, wenn hier noch ein und der ein oder andere reingeht. Momentan, ja, Hecht, Barsch, Hecht. Und ein feister Rapfen. Also, raus damit wieder. Irgendwo da hinten war es gerade. Und dann locker durchgezogen. Auch hier wieder Einholgeschwindigkeit 50. Shift. Eine Umdrehung. Zap, zap, zap. Ja, jetzt die Mittagszeit nutzen wir jetzt gleich einfach mal, um auf Setup einzugehen. Gucken wir also gleich nochmal, was geht. Frequenzmäßig würde ich sagen, ist es hier bisher noch nicht so der Burner. Aber wenn hier die großen Dinger reingehen, ist mir das ja wurscht. Mir reicht ja ein großer Rapfen. Schön mit 8 Kilo plus, 9 Kilo plus. Einer, der halt so richtig schön abgeht. Der war ja auch schon gar nicht schlecht. So, also gucken wir mal eben rein. Das ist die Route. Absolute Empfehlung, diese Route für die Steigerung sozusagen nach dem Belaya-Set. Wenn man sich um Level 12 herum, 12, 13, 14, 900 Silber zusammengespart hat ungefähr und sich das Belaya-Set geholt hat, kann man am Belaya super Cash machen. Zack, 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 rausziehen, die Bachforellen, die Eschen und die Döbel, da lübt's richtig. Ich meine, wenn ihr Spinning Main macht, hauptsächlich Spinning macht, dann kann man diesen Weg gehen. Trotz allem würde ich sagen, am Belaya erstmal durchgängig durchspinnen mit dem Belaya-Setup und ab Level 20 dann auch erst richtig shoppen gehen. Und dann, wie gesagt, hier die Karma-Mächter ist eben auch super für später noch am Yama, wie gerade schon im Video verlinkt. Also das lohnt sich. HSV mit draufkloppen, dann hat man auf jeden Fall ausreichend Schnur. Ich habe jetzt hier von einer relativ dicken Monoschnur, die 0,45 mm dick ist, 200 Meter drauf. Das reicht also auch richtig gut aus. Wir haben also relativ wenig Verschleiß auf den Schnurlaufringen und auf der Rolle, dadurch, dass wir hier Mono verwenden. Zusätzlich gehen die Kopfschläge, gerade auch gesehen vom Rapfen. Rapfen eskaliert in der Regel ganz gerne. Diese ganzen Eskalationen sind in diesem Gummieffekt von der Monoschnur verschwunden. Ich konnte den relativ leicht rausziehen. Liegt nicht zuletzt natürlich auch am Gewicht, also an der Tragfähigkeit von 19 Kilo, aber eben auch daran, dass diese Gummischnur die ganzen Kopfschläge abfedert. Das ist hier gerade der Köder. Relativ einfache Haken drauf, gar nichts Besonderes. Aber eben hier dieser leicht bläulich-weiß-silbrige. Also das Teil ist gerade oder hat gerade geliefert. Und damit testen wir jetzt weiter. Ich denke mal jetzt noch so ein bisschen bis in die Abendstunden werde ich noch probieren. Es kann auch sein, dass hier gleich noch ein bisschen andere Köder funktionieren. Und es kann natürlich auch sein, dass hier gleich noch ein fetter Hecht kommt und das Ding wegbeißt. Das Risiko ist einfach da. Muss man mit leben, ne? Deswegen bin ich auch gerade gar nicht so böse darum, dass das Ding jetzt hier auf einem anderen Köder eingeschlagen ist. Das heißt, ich baue vielleicht gleich nochmal den anderen mit den super teuren Haken, baue ich vielleicht nochmal um auf etwas günstigere Haken. Und die sehr teuren Haken, wo einer über 60 kostet oder 80 sogar, die nehme ich dann, wenn ich hechtsicher unterwegs bin,
Das ist mir einfach zu viel Silber gerade. So, verschiedene Richtungen auch wieder abwerfen. Einmal nach da hinten. Hier ist ja so eine leichte Strömung von links nach rechts. Ganz leichte Strömung. Das heißt, jetzt ist es so ein bisschen gegen die Strömung. Tja, und dann heißt es hier probieren, probieren, probieren. Wenn ihr mit dem Setup hier ankommt am Wolchow und ihr seid auch noch nicht so sicher, die Frage war letztens auch noch, ja, was macht man denn am Wolchow? Auch zum Wolchow gönnt euch einfach mal die Videos, einfach mal Wolchow in die Suche eintippen bei YouTube und da kommen da so viele Infovideos, wo man hier auch mit dem einfachen Feederset Start schon richtig Cash machen kann. Einfach auf die sogenannten Z-Fische angeln. Dann geht das richtig ab. Eins, zwei, was haben wir denn hier? Eins, hier oben, eins, zwei, drei Spots auf jeden Fall, die ganz einfach zu beangeln sind mit dem Feederset Start. Hier oben kann man sich sogar auch hinstellen. Hier hinten, ja, das sind auch nochmal zwei Stellen. Oder hier unten, aber das ist schon wieder ein bisschen komplizierter. Ich sag mal, eins, zwei, drei Stellen, easy peasy. Einfach mal gucken, feines, leichtes Setup. Und dann kann man selbst hier, wenn man frisch Level 20 ist, vielleicht fehlen dir noch ein paar Kohlen, einfach mal hier auf die sogenannten Z-Fische gehen. Zerte, Zobel und Zope. Und die laufen halt immer wieder auch ganz gut an immer wieder den gleichen Stellen. Von daher einfach mal testen. Auch immer mit einem ähnlichen Setup und ähnlichen Ködern. Na, ich glaube, es wird noch ein bisschen schwierig hier, den nächsten rauszuziehen. Aber ich sag mal so, fürs blinde Testen, ohne zu wissen, ob das nun wirklich lügt, bin ich doch schon ganz zufrieden. Wochenrekord Rapfen, ja, ist schon ganz okay. Nehmen wir nochmal den anderen, F100. Ich nehme mal hier jetzt diesen bläulich-grün, glaube ich. So, hat so eine leichte Gelbnote unten drunter auch, okay. Vielleicht geht ja sowas noch mit rein. Der Köder funktioniert, also diese gesamte Serie hier, der Köder, funktioniert auch immer mal wieder am Yama und auch an der, was war das? Und auch an der Sura, auch auf Rapfen. Sura rechts von der Insel an der Sura, das ist glaube ich so eine 3 Meter Area da, 3 Meter tief ungefähr, da werden auch immer wieder regelmäßig Rapfen gefangen. Joa. Also, ich glaube, das war es erstmal im Großen und Ganzen. Ein Rapfen macht natürlich noch lange keinen Spot. Aber ich teste hier noch ein bisschen. Und wenn hier noch ein bisschen was reingeht, wäre das ganz geil. Und wenn ich dann so ungefähr raus habe, welcher Köder denn hier ein bisschen regelmäßiger liefert, dann suche ich das Pendant als Blinker und teste hier noch ein bisschen mit dem Blinker. Vielleicht geht ja was. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Rapfen. Vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen mehr Glück. Wenn ja, gerne den Köder, der bei euch funktioniert hat, unten reinschreiben in die Kommentare. Teste ich gerne. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.